Hallo zusammen! Die USA wird jedes Jahr ums Neue im Spätsommer und Herbst von verheerenden Wirbelstürmen heimgesucht, die fatale Folgen für Natur und Menschen mit sich bringen. Den größten Schaden richtet aber meist nicht der Wirbelsturm selber an. Wegen den heftigen und langanhaltenden Regen, die darauf folgen, bilden sich kräftige Sturzfluten, die zu mehreren Meter Wasser ansteigen können und alles mit sich reißen können, was ihnen in den Weg kommt. Solche enormen Umweltkatastrophen sind selbstverständlich lebensbedrohlich für Mensch und Tier. Üblicherweise werden Wetterphänomene mit Namen betitelt. Der diesjährige Hurrikan Florence wütete dieses Jahr mit Höchstwerten über die Nordküste der Trump-Nation. Fast 20.000 Bürger flohen von ihrem Zuhause und mussten an umliegende, höher gelegene Orte evakuiert werden. Da so eine Evakuation und Flucht meist schnell vor sich gehen muss oder plötzlich bevorsteht, hinterlassen die Menschen ihr Hab und Gut und nehmen nur das Nötigste mit. Eine Nachricht bezüglich der Hinterlassenschaften jedoch schockiert die Welt. In der kleinen Stadt Leland in North Carolina, einem Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, wurden insgesamt 6 Hunde von ihren fliehenden Besitzern zurückgelassen. Obendrein noch in winzige Hundekäfige draußen eingesperrt, hatten die verängstigten Vierbeiner nicht einmal die geringe, doch nicht zu unterschätzende Möglichkeit, auf sich alleine gestellt dem steigenden Wasser zu entkommen. Die im Stich gelassenen Tiere hatten unfassbares Glück im Unglück. Denn in Krisensituationen hängt vieles von der Unterstützung mutiger freiwilliger Helfer ab. Erfreulicherweise hörten Nachbarn das ergreifende Jaulen und Bellen der Hunde. Die heraneilenden Helfer mussten gewusst haben, dass sie ihr eigenes Leben riskieren, um zu den alleingelassenen 6 Tiere zu gelangen und diese aus ihrer misslichen Lage retten zu können. Denn binnen weniger Minuten, in denen die helfenden Freiwilligen die völlig durchnässten und frierende Hunde aus ihrem Zwinger befreiten, stieg das Wasser auf alarmierende Höhe. Ein Mann filmte die dramatische Rettungsaktion und postete das emotionale Video auf seinem privaten Facebook-Profil. Innerhalb weniger Stunden verbreitete sich der Clip in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Das kurze Video wurde millionenfach angeklickt und erregte international über die Grenzen der USA hinaus Aufsehen. In ihm sind nämlich 2 weitere Männer im kniehohen, vom Sturm verdreckten Flutwasser bei ihrer heldenhaften Tat zu sehen. In letzter Minute konnten die Hunde von den tapferen Amerikanern aus ihrer Gefangenschaft befreit und gerettet werden. Nicht um anzugeben, sondern um eine wichtige Botschaft mitzuteilen, habe der US-Amerikaner sich dazu entschieden, das Video online zu stellen. Der umsichtige Videoclip-Besitzer will mit der mitnehmenden Story nämlich alle Tierbesitzer weltweit und im Hurrikanland selbst mahnen. Lasst eure Haus- und Hoftiere während Umweltkatastrophen im Besonderen oder eines Desasters jeglicher Art im Allgemeinen nicht alleine. Hatten die Besitzer ihrer Hunde unglücklicherweise in der Hektik der Flucht vergessen? Dachten sie sogar womöglich naiverweise, ihre Haustiere seien hinter Gittern in Sicherheit? Oder handelt es sich um eine ganz und gar egoistische Tat? Was meint ihr? Schreibt eure Vermutung in die Kommentare und diskutiert mit uns. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, abonniert unseren Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder.